Hallo Leute, hier ist euer MoveLP, ich let's play Fallout 3 und das ganz und gar nicht blind. Diesmal wieder, oh, schön, dass mich erschreckt. Diesmal wieder mit einem Fallout 3 Let's Play und zwar Part 27. Mit einem neuen Mikro, besser gesagt einem neuen Headset. Und das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt mal in die Kommentare schreibt, ob es Rauschen gibt, mehr Rauschen, weniger Rauschen, mehr Störgeräusche, weniger Störgeräusche, lauter, leiser, bessere, schlechtere Qualität. Ich hoffe bessere, weniger Rauschen und lauter, weil es war zwar billig, aber nicht so billig wie die erste Kamera. Also die erste Kamera war auch nicht billig, aber die ist schon uralt. Und jetzt habe ich auch noch ein Headset. Ja, also ich hoffe mal, dass es besser ist. Ich habe schon getestet, es ist auf jeden Fall lauter. Kamera hatte ich Pegel 100. Fraps auf 100, Ford auf 10. Und es war leise. Mikro muss ich auf 50 stellen und Fraps auf 10 und Ford auf 10, damit ich nicht irgendwie viel zu laut bin. Naja, okay. Ey, Tür zu nach, das ist dann der Hauptstadt. Weil das war die ganze Zeit der Eingang, den ich eigentlich benutzen wollte. Der um einiges einfacher ist. Neben dem Anchorage Memorial. Der ist da. Da. Aha. Wo? Soweit ich weiß, gibt's das sogar wirklich. Nein. Doch, nein. Ich meine, das heißt irgendwie anders, aber das gleiche Motiv irgendwie. Na ah, egal. Ach, what Kakerlaken interessiert mich ein Scheiß. So, Weltkarte. Megaton? Ja, Megaton. Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen? Rumschnüffeln? Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Ein bezahlter Detektiv? Oder haben Sie eine persönliche Abneigung gegen einen unschuldigen Androiden, der einfach seine Ruhe haben will? Bitte, würde mich echt interessieren. Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, er kommt in Over City. Mit wem zum Kuckuck habe ich hier zu tun? Mein Name ist Victoria Watts. Ich arbeite für eine Bewegung, die offensichtlich die gegenteiligen Ziele verfolgt wie Sie. Mir scheint, Sie wollen einen Androiden finden, den meine Kollegen und ich versteckt halten wollen. Damit besteht wohl ein Konflikt zwischen uns. Ah. Was könnte ich denn tun, um zu helfen? Wollen Sie wirklich helfen? Nehmen Sie dieses Bauteil. Es gehört zum Androiden, den Sie suchen. Fragen Sie nicht, wo ich das herhabe. Zeigen Sie das Teil Dr. Zimmer aus Rivet City. Sagen Sie ihm, der Androide sei tot und Sie hätten es aus der Leiche ausgebaut. Das wird er glauben. Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Und Sie haben ein Leben gerettet. Ich liebe die Quest. Da kann man einfach den Androiden sagen, ich verrate dich nicht. Er gibt einen die Belohnung für die Guten. Und dann kann man zum Bösen gehen und den Androiden verpetzen. Und er gibt einen Belohnung für die Bösen. Das ist so genial. Ach ja. Was ist das denn für eine Bewegung? Wir nennen uns die Railroad. Unsere Mission ist die Rettung synthetischer Humanoiden. Besser Railroad. Bekannt als Androiden. Ich muss mein Headset richten. Moment. Ah, das sitzt aber komisch. Das alte war viel weicher. Was ist mit den menschlichen Sklaven? Helfen sie denen nicht? Wenn möglich, helfen wir auch Humanoiden. Aber im Ödland gibt es dafür bereits andere Organisationen. Unsere Androidenbrüder dagegen... Zum Beispiel Amnesty International. Kann ich mich der Railroad anschließen? Ich sag Ihnen was. Wenn Sie das Teil Zimmer geben und den Glauben machen, der Androide sei tot, werden Sie Ehrenmitglied bei uns. Bekomme ich eine Belohnung, wenn ich ihn helfe? Nee. Sonst noch was ich wissen sollte? Sie müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Er verhält sich wie einer. Und er glaubt, einer zu sein. Auch wenn er keiner ist.
Auch wenn er eine Maschine ist, er kann denken und fühlen. Ich mach was lauter. Verstehen Sie? Seine Seele ist so menschlich wie Ihre und meine. Dieses Wesen verdient es, in Freiheit zu leben. Bitte, wenn Sie ein Fünkchen Anstand haben, geben Sie ihm diese Chance. Ich muss Sie jetzt los. Ah, das war, ich dachte, von seiner Rüstung geht mir ganz gut. Das habe ich nie in der Fresse. Warte. Nee, es war schlimmer. Der zoomt ja beim Dialog. Für mich das ist jetzt übelst laut, aber ich habe auch bei der Aufnahme gemerkt, dass das für euch irgendwie viel leiser ist. Muss ich damit leben? Ja, ich krieg auch ein Schmerzen wegen euch. Guten Morgen. Was? War es jetzt auch so, von daher. Meine Humor. Ja, wenn ich hier Stunden im Headset sitze, krieg ich einfach Ohrenschmerzen, ist das so. Aber ist ja egal, ne? Hauptsache, ihr kriegt eure Videos, die sowieso so gut wie keiner guckt. Ja, das wird auch ganz oft gesagt. Es liegt nicht an dir. Nein, es ist nicht an mir liegt, sondern am Spiel. Da gibt's so viel von und ist einfach nicht so, ne? Geeignet zum Let's Playen. Ich hab halt Bock aufs Spiel gehabt. Es werden noch andere Spiele folgen. Ich habe schon eine Liste. Eine Fallout ist derzeit auch, wenn ich, also wäre, das wird das noch was dauern. Bis dahin sind die Spiele auch schon wieder out und, ja. Zum Beispiel Skyrim. Skyrim ist ja jetzt schon wieder. Bis ich Fallout durch habe, ist das auch schon wieder sehr alt. Ja. Aber dann auch neue Spiele, die da kommen, werde ich wahrscheinlich dann. Teso, mal gucken. Das Gold 6. Okay, das wird doch noch was dauern. Aber das werde ich auch jetzt bleiben, wenn es rauskommt. Sofern es nicht so eine Übergrafik hat, dass die GTX 570 das nicht schafft. Oh, wir haben 7 Uhr morgens. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Gut. Ich habe das Maulwurfsrattenabwehrmittel ausgiebig getestet. Ausgezeichnet. Gründliche Praxistests, exakte Berichte und dann dieser Eifer. Was könnte ich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter mehr verlangen? Und wie funktioniert mein chemisches Abwehrmittel? Traumhaft sauber und sicher, oder? Ich liebe diese Quest. Diese Antworten sind so geil. Wie eine explosive Maulwurfsratte. Gibt's die auch als Geschoss für Menschen? Oder tut mir leid, Maul, aber ihr Abwehrmittel ist für Maulwurfsratten tödlich. Nein, wirklich. Ich nehme Intelligenz, bringt extra EP. Maulwurfsratten sind dagegen anscheinend explosiv allergisch. Die armen kleinen Maulwurfsrädchen. Oh. Ob ich wohl eine Hyperallergien auslösende Variante herstellen könnte? Das wäre aber wohl kaum effektiv. Das muss ich anfügen. Die richtige Pflege könnte wichtig sein, wenn man sie zähmt. Oder sogar melkt. Melkt. Behalten Sie das Abwehrmittel. Das sind verfickte Ratten. Dankeschön. Nehmen Sie die Medikamente, die von meinem Abwehrmittel übrig geblieben sind. Irgendwann werden Sie sie brauchen. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um Maya Lorx, richtig? Ja, wenn wir mehr über sie wissen, können wir den Leuten helfen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Oder sie gar auszutricksen. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Na gut, ich werde es versuchen. Großartig. Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Meyer Lurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Meyer Lurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte.
Da braucht man so verdammt viele Stealth Boys, wenn man nicht den Gamma-Gang kennt. Ich kenne ihn aber. Keine Sorge. Rüstung. Nein, jetzt habe ich den Flint repariert. Helm. Ja. Verkaufen. Und zwar. Nee, ich habe halt nur einen Flammenwerfer. Ja, Granaten. Minen. Hab auch ein kleines Problem. Der letzte Part ist jetzt doch etwas her. Hat halt viel zu tun und ich kann mich gar nicht mehr. Ich meine, ich habe irgendwas gesagt, dass ich irgendwas machen werde in diesem Part. Falls ich da irgendwas gesagt habe und das jetzt nicht mache, entschuldige ich mich und ich guck nochmal den letzten Part am Ende nach diesem Part und werde das im nächsten Part nachholen. Falls ich überhaupt da irgendwas gesagt habe, weiß ich gar nicht mehr. Gute Jagd. Ich muss jetzt los. Sind Sie intelligent? Ach Quatsch. Ich muss jetzt bis los. Bis dann. Ich wollte eigentlich das hier machen. Okay. Was tust du da? Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Ach, Sherman trampelt hier rum. Ich muss noch. Genau, ich wollte den Sounds. Ja, ich bin heute etwas müde. Wer bist du denn? Boah, die können aber gut pfeifen. Ach ja, weil ich in einem Part oder zwei hatte, dass man die Tastaturgeräusche. Nein, das habe ich alles Verdammt! Doch nie! Dass man die Tastaturgeräusche hören konnte. Ist das jetzt mal auch so? Schreibt es in die Kommentare. Und nicht nur das, ja. Rüber. Rüber. Kleidung. Rüber, rüber. Rüber, rüber. Rüber, rüber, rüber. Ja. Rüber, alle 14. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. So. Eine Stunde schlafen. Sie sind jetzt gut ausgeruht. Ja, schön für dich. Ja, ich bin ein bisschen rausgekommen. ja, komm, machen wir schnell mal. Ödlands Überlebenshandbuch. Boah, ich hab doch gesagt, dass wir irgendwas machen. Das war. Was haben wir gemacht? Ich meine, wir. Doch, wir waren ja Marvus-Ratten, ja. Und davor beim Wily's Rangers Versteck. Aber, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich habe mir gesagt, versteckt. Haben Sie nicht ein Bauteil, das Sie abgeben? Folge machen. Glaube ich jedenfalls. Brauchen Sie was zu essen? Und wer ist das? Quau. Hallo. Ne.
West Crazy Wolfgang hätte ich ihn gerne mal gesprochen, aber. Nein, der Typ kann legendär reparieren. Gehen wir wieder zu den lauwarmen Abwasserrohren. Der eigentliche Eingang zum. Soll das denn klar? Oh, Sharon. Ah. Sharon, mach du mal. Du kaufst die Wohnung. Ah. Ah. Jetzt weiß ich's wieder. Was macht ein Soldat der Enklave hier? Naja. Das da vorne. Ach, eine White Kakerlake. Ich wollte auch noch in Dukovs Wohnung. Augenbot. Immer vorsichtig. Aber ich dachte, ich bin noch neutral zur Enklave. Ja, ich wollte beim Rausgehen in Dukovs Wohnung. Genau. Nichts vorsichtig. Rein da. Oh, ist das dunkel. Hallo. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Egal. Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am verdursten hier. Hey, kann ich was von dem Fusel haben? Bitte sehr. Nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Cool. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Ich sollte besser gehen. Oh, wo sind wir heute? Ich nehme das Angebot natürlich an. Wo ist besagter Schrank? Oben. Na, na. Wo ist der Schrank? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schrank existiert und ich da auch wirklich das nehmen darf. Jo. Whisky und Luftgewehr, wow. Irgendwann nächste Woche wird Duki einkaufen gehen müssen. Duki. Was darf es denn sein? Wie wäre es mit einem Drink? Nein? Auch recht. Kann ich noch einen Drink haben? Klar. Habe ich das nicht schon gesagt? Was machen Sie hier draußen so allein? Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Wer sind diese Mädels und wo sind ihre Klamotten? Das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zur Erschöpfung. Warum sollten sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich sie dann doch nur wieder rausziehe? Dann sind diese Mädchen also nur ihre Huren? Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle ihnen nichts. Sie kümmert sich um mich und darum kümmere ich mich um sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Ich gebe es, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Sie müssen mehr trinken. Ich rede jetzt noch mal mit den beiden. Ich glaube nicht, dass... Hallo, ich bin Cherry. Was kann ich für dich tun? Bezahlt er dich dafür? Natürlich. Warum sollte ich mich sonst um den alten Sack kümmern? Du glaubst doch nicht, ich wäre in den Mistkerl verliebt. Also, was ist das für ein Ort? Was? Nochmal. Also, was für ein Ort ist das genau? Das ist, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier.
Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Was ist mit Dukov los? Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Das angeht mich gleich an. Echt gut. Danke für die Warnung. Keine Ursache. Ich muss jetzt los. Was? Oh, und du da? Himmel. Wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Fantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Bezahlt er dich dafür? Er gibt mir ein paar Kronkorken, aber es ist nicht, was du glaubst. Er kann echt nett sein. Und wenn es dunkel wird, hat man einen Mordspaß mit ihm. Wie ist dieser Typ Dukov so? Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Es ist dein Leben und deine Entscheidung. Verdammt richtig. Bis später. Schießduell, da war noch irgendwas. Muss das denn sein? Ich teste mal kurz was. Guck mal, eine Waffe. Muss das denn sein? Okay. Guck mal, eine Waffe. Ich bezahle dich, damit du mich unterhältst. Also ein Lächeln auf deinem Gesicht. Na, es flippt aus, wenn ich eine Waffe ziehe, genau. So, dann noch mit Sherry kurz. Was darf's denn sein? Hast du keinen Kuhkopf so? Blablabla. Heiliger Bimmer, so nah, da würden wir auch gefallen. Du bist ein Schwein. Ich bin nur hier, weil ich bei ihm sicher bin. Allerdings. Sprachen freut sich, Dukov hat einen Spezialschlüssel. Besorg ihn und ich bring dich nach Hoover City. Das heißt, ich muss ihn gar nicht umbringen. Was sagt sie dazu? Hallo, Kumpel. Und ja, ich bin nur zu. Bis später. Jerry, oh, du siehst wieder mal fabelhaft aus, mein Kirschkuchen. Mein Kirschkuchen. Nachtisch vernaschen. Keine Sorge, mein Hengst. Ich mach's dir die ganze Nacht. Davor brauche ich aber noch einen Trink. Duki, du hast versprochen, mich zum Einkaufen nach Rivet City zu bringen. Vielleicht nächste Woche, Baby. Wir haben genug Schnaps, um eine Weile über die Runde zu kommen. Nur das zählt. Hier ist der Schlüssel. Er hat's nicht mal bemerkt. Das bin nur du und ich. Lassen wir Jerry doch mal allein schlafen, zur Abwechslung. Fantasia, du weißt ja, eine Frau allein ist nicht genug für meine Manneskraft. Heute Nacht brauche ich beide meine Häschen. Na, habe ich nicht zwei süße Partyhäschen zum Vernaschen? Haben Sie Jerry gesehen? Ich glaube, das Miststück hat mich im Stich gelassen. Sie steht neben dir. Jemand sagte, sie kennen einen Mr. Crowley. Was sagen Sie dazu? Er sieht sich das Gras von unten an. Das kann ich Ihnen sagen. Ha! Ein paar wilde Ghule haben ihm die Eier abgerissen und zum Frühstück gegessen. Oh. Wo ist er gestorben? Er starb in einem Drecksloch namens Fort Konstantin. Da steckten wir alle bis zum Hals in der Scheiße. Wo ist dieses Fort Konstantin? Wer es glaubt, wird selig. Sie müssen sie. Da waren also nur Sie und Mr. Crowley? Nein, Clownfresse.
10 Penny heuert dir eine ganze verdammte Armee an! Dreher, Crowley, Tara, Dave und ich waren dabei. Tara hatte Holz vor der Hütte, sag ich Ihnen. Ehrlich! Vor Konstantin hat sie Härte gegeben, als ich es ihr tun hätte können. Wir anderen gingen danach unsere getrennten Wege. Wie haben sie sich alle kennengelernt? Ten Penny heuerte uns als Söldner an. Er wollte irgendeine besondere Waffe. Keine Ahnung, warum Crowley damit dabei war. Ten Penny schiebt einen wahnsinnigen Hass auf die Ghule. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr hören muss. Gut, ich habe keinen Bock mehr auf Gequatsche, Clownfresse. Stattdessen werde ich mich lieber... ein paar Wild... Okay. Das ist jetzt alles gemacht und dann muss er sterben. Ich muss ihn nicht töten. Jetzt habe ich ihn hinterher, jetzt kann ich nichts klauen oder was. Dachte, er greift mich direkt an, wenn ich was von Mr. Crowley erzähle. Hey! Flankierung! Was zur Hölle? Ja. Hier warten. Bleibt nichts. So, Kronkorken. Ach, Luftgewehr braucht keiner. Nuka-Cola ist schon besser. Das ganze Fressen auch. Jet sowieso. Was darf es denn sein? Ja, ich gehe besser. Was will der von mir? Rennt er mit der her. Sack, ja. Hallo, Schätzchen. Hoi. Eingang. Knackentür leicht. Sherwin. Komm rein. Money und Geld. Die habe ich doch am liebsten. Ah, leck das gerade. Was geht hier ab? Geh auf Tür. Oh Gott, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder voll auf 3, ist auch abgestürzt und... Boah, Hilfe, Hilfe. Boah, ich muss mal hier kurz nochmal rein, raus, auf mich wird's besser. Nee, drin ist ganz schlimm. Okay, ich glaube alles zu Ende und verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal.